diese ganzen Du-Botschaften, du bist zu laut, du störst, du bist faul, du bist dumm, das wären irgendwann Ich-Botschaften. Und aus Ich-Botschaften wären irgendwann negative Grundannahmen, also Überzeugungen, die die von sich haben. Und wenn ich natürlich denke, ich bin anders, ich bin dumm, ich bin laut, ich kann nichts, ich bin nicht liebenswert, ist das natürlich wie so eine Keimzelle für andere psychische Erkrankungen. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blomberg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in der Blomberg Privatklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie in Sellent bei Professor Dr. Tillmann Weber, der ist heute unser Gastgeber. Und wir sprechen heute für euch mit Herrn Weber über ADHS, also alles, was es damit auf sich hat, Diagnosen, Differentialdiagnosen, die aktuellsten Behandlungsmethoden, die Ursachen, falls man die kennt und was es so rund um Forschung alles darüber zu erzählen gibt. Ja, Herr Professor Weber, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, Herr Professor Weber, vielleicht stellen Sie sich einfach mal für uns erstmal vor, damit wir wissen, wer Sie sind. Ja, also ich habe in Heidelberg Medizin studiert, habe dann am Zentrales Institut für seelische Gesundheit meine Psychiatriezeit ganz normal gemacht und war dann für ein paar Jahre Oberarzt in der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, auch am ZE, und habe dann in eine Suchtrehabilitationsklinik gewechselt, wo ich 8 Jahre Chefarzt war. Und dort ist eigentlich auch das Interesse für ADHS entstanden, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Suchtpatienten ADHS haben dann eine große Prävalenzstudie dort gemacht, um ja die Prävalenz unter unseren Patienten festzustellen, haben da gemerkt, dass 20% unserer Patienten auch ein zusätzliches ADHS hatten und konnten dann gar nicht anders, als ein Behandlungsprogramm für diese Patienten zu entwickeln. Und daraus resultiert unser Interesse an ADHS. Oh, das ist interessant. Das werde ich nachher natürlich nochmal aufgreifen, was es mit dem Thema Sucht auf sich hat. Und 20% habe ich mir jetzt auch gleich gemerkt. Vielleicht können wir erstmal am Anfang jetzt klären, für alle, die jetzt nicht mit dem Thema selbst betroffen oder auch täglich arbeiten, was ADHS eigentlich, sag ich mal, A bedeutet, weil das sind ja, ist ja eine Abkürzung. Und vielleicht, was man sich so als Symptome landläufig darunter vorstellen darf. Vielleicht können Sie da ein bisschen drüber referieren. Also ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, wo ja der Bereich Impulsivität jetzt ausgeklammert ist. Ich glaube, das ist historisch so, dass der nicht in den Begriff mit drin ist. Ich glaube, ich würde ein paar Sachen voranschicken, weil da ein paar Missverständnisse, glaube ich, bei ADHS häufig verbreitet sind. Das ist eine Erkrankung, die die Patienten als Ich-Symptom empfinden, weil sie so früh in ihrer Kindheit auftritt, dass die sich nicht anders kennen. Also es ist wie eine Persönlichkeitseigenschaft und deswegen ist das häufig Patienten gar nicht bewusst, dass sie ein ADHS haben. Es wird häufig gedacht, dass man diese Symptomatik direkt sehen kann. Also wenn man den Patienten kennenlernt, den Betroffenen, dass das offensichtlich ist, dass die Symptomatik da ist. Dem ist nicht so, weil ADHSler gerade im Erwachsenenalter einmal gelernt haben, durch leidvolle Erfahrungen ihre Symptome zu verschleiern oder zu unterdrücken. Gerade für einen bestimmten Zeitraum ist das denen möglich. Und zweitens ist es sehr davon abhängig, wie interessant oder aufregend eine bestimmte Aufgabe ist. Und ein ärztliches oder therapeutisches Gespräch ist per se schon mal sehr aufregend und führt dazu, dass Aufmerksamkeit viel besser ist als vielleicht normal und die Hyperaktivität und Impulsivität unterdrückt wird. Also, dass man nicht sagen kann, es ist vollkommen offensichtlich, wer ein ADHS hat oder nicht, sondern es bedarf einer längeren Diagnostik. Also heißt diese Symptome, weil das war ja meine Frage, Aufmerksamkeitsprobleme, ne, Defizit und dann diese Hyperaktivität, die da beschrieben wird. Und das ist halt ein Defizit, aber da gibt's ja schon, also ich habe nochmal gesehen, so Desorganisation, Stressintoleranz, emotionale Instabilität, die wurde jetzt Frage Impulsivität, also man ist emotional schneller abholbar, ja, und reagiert schneller, spontaner, impulsiver und hat auch dann Thema mit dem Selbstwert. Das waren so die Stichworte, die ich so gefunden habe. Das sind, würden Sie sagen, das sind so die Symptome, aber natürlich nicht so offensichtlich, wie man das sich jetzt so vorgestellt. Ich hätte auch gedacht, man merkt das den Menschen dann gleich an, ne, so, aber
Das ist sehr interessant, dass Sie sagen, das ist gar nicht mehr so. Gerade im Erwachsenenalter hat sich das sozusagen so ein bisschen versteckt. Ja, absolut. Diese Kinder haben ja ganz viele leidvolle Erfahrungen gemacht durch ihre Symptomatik. Ne? Da ist ganz viele soziale Zurückweisungen, auch Ausgrenzung und negative Rückmeldungen. Und im Laufe des Lebens lernen die zum Beispiel ihre Hyperaktivität ja verschleiert darzustellen. Die wackeln dann mit ihren Zehen in den Schuhen oder haben Kuli in der Hand, mit dem sie spielen, oder setzen sich im Stuhl die ganze Zeit um. Also die sind immer noch unruhig und zappelig, aber sie versuchen das sozial adäquater darzustellen oder zu handeln. Und wie gesagt, wenn was sehr spannend oder aufregend ist, und so Gespräche mit Ärzten sind ja per se aufregend erstmal, können die das sehr gut unterdrücken, ihre Symptomatik. Mhm. Und Sie hatten ja gesagt, das ist jetzt ein Potpourri. Also die drei Bereiche sind einmal die Hyperaktivität, ne, diese bei Erwachsenen chronische innere Unruhe, Getriebenheit, nicht entspannen können, immer unterwegs sein, wie so ein Motor in sich haben, die sich auch in Zapplichkeit oder Unruhe beim Sitzen darstellen kann. Dann der impulsive Bereich, wo die Patienten eben handeln, ohne über die Konsequenzen nachzudenken oder nicht genug nachzudenken, impulsiv zu handeln. Und das inkludiert ja auch das Gesprächsverhalten. Also ADHSler reden rein, unterbrechen, reden viel, ne, beenden Sätze und sagen eben halt häufig in Gesprächen Dinge, die nicht sehr gut überlegt sind, ne, die sie im Nachhinein aber bemerken und dann durchaus sehr beschämt teilweise sind darüber, dass sie rausgeplatzt sind und den anderen verletzt haben. Also die haben eine sehr gute Reflexionsfähigkeit teilweise. Und da kommt, glaube ich, dann auch wieder dieser Punkt, den Sie auch gesagt haben, Selbstwert. Wenn ich immer wieder merke, dass ich in sozialen Interaktionen ja zurückgewiesen werde oder nicht gut ankomme oder irgendwas passiert und auf einmal mit mir jemand nichts mehr zu tun haben will, das nagt natürlich am Selbstwert der Menschen sehr. Ne? Und dann kommt hinzu, was Sie auch gesagt haben, ist ja diese Affektlabilität, dass ADHSler häufig sagen, dass die Emotionen ganz schnell hoch und runter gehen für kleinste Ereignisse. Ich bin euphorisch, ich bin verzweifelt. Das ist sehr anstrengend für die Patienten, aber natürlich auch für das Umfeld. Dann kommt noch diese erhöhte Reizbarkeit dazu, dass Kleinigkeiten teilweise genügen, damit die ADHSler hochfahren und auch dann impulsiv reagieren. Und das ist natürlich ein Potpourri, was ja durchaus brisant sein kann in bestimmten Situationen. Ja, hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr schwierig an für den Patienten oder die Patientin selbst, damit umzugehen von klein an. Genau. Jetzt können wir vielleicht mal, bevor wir nochmal später darauf eingehen, was man da alles machen kann und wie man das diagnostiziert, aber wie viele Menschen sind denn davon überhaupt betroffen? Also lohnt es sich heute, diesen Podcast aufzunehmen, sozusagen? Haben wir genug Menschen, die das interessieren kann? Wie ist es denn, wenn das auch so verdeckt ja oft ist, wie ist es dann auch mit der Dunkelziffer? Das würde mich natürlich jetzt interessieren. Ja, das ist eine gute Frage mit der Dunkelziffer. Ganz ehrlich, das hätte ich jetzt auch gar nicht so direkt beantworten können. Habe ich mich selber nochmal belesen. Aber es ist eigentlich ganz gut beantwortbar. Aber kommen wir zu dem ersten Punkt, Prävalenz. Das ist natürlich auch enorm abhängig von den Untersuchungsmethoden und den Diagnosekriterien. Und die sind sehr unterschiedlich. Also im ICD-10 und ICD-11 werden ja gar keine Kriterienanzahl definiert, ab wann ich ein ADHS diagnostiziere. Okay, ganz kurz nur das ADHS, also für alle, die jetzt keine Mediziner sind, ne, ICD-10 und ICD-11, das ist so das, wo man die Diagnoseschlüssel mit eingibt für Ärzte, damit man weiß, ist das die oder jene Diagnose, und da gibt's Kriterien, die darunter zusammengefasst werden. Nur ganz kurz für alle, die jetzt nicht aus dem Berufsfach kommen. Ja. Genau. Und im amerikanischen Klassifikationssystem, das sind ja die DSM-4-Klassifikationssysteme, sind die Diagnosekriterien auch nochmal anders. Ne? Und je nachdem, welches Erhebungsinstrument man genommen hat, sind die Prävalenzraten auch unterschiedlich. Aber sagen wir mal grob, und ich denke, das stimmt auch aus allen Studien zusammen, weltweit würde man sagen, 5-7% der Kinder und ungefähr 3-5% der Erwachsenen leiden unter ADHS. Und in Deutschland sind die Prävalenzraten etwas geringer geschätzt. Also dort sagen wir 5% bei Kindern und 2-3% bei Erwachsenen. Aber wahrscheinlich gibt es noch Dunkelziffern. Ne? Das, wenn Sie das jetzt so beschreiben, würde ich sagen, gerade ich gehe ins Arztgespräch, bin aufgeregt und interessiert, und dann verdecke ich meine Symptome, und dann rutsche ich ja durch diese Diagnostik durch. Genau, zumal
ja man die längste Zeit geglaubt hat, dass dieses Kindheits-ADHS sich auswächst im Erwachsenenalter. Und eigentlich die gängige Meinung war, es gibt keine Erwachsene mit ADHS bis vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Ne? Und selbst vor 10 Jahren hätte man sicher die Mehrzahl der Ärzte und Therapeuten in Deutschland gefragt und hätten gesagt, naja, das ist ja eine Kindheitserkrankung. Und das sieht man, glaube ich, auch an der Dunkelziffer. Also der Punkt ist, dass man ja weiß, die epidemiologische Prävalenz ist ja die wahre Prävalenz, die also aus Prävalenzstudien herrührt. Also diese 5% bei Kindern und 2,5% bei Erwachsenen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie häufig wird das diagnostiziert in Deutschland? Und das hat Herr Bachmann untersucht mit Kollegen zusammen. Und die haben festgestellt, dass Kinder tatsächlich relativ häufig diagnostiziert werden. Da liegt die diagnostische Prävalenz sogar über der epidemiologischen Prävalenz. Aha, also man hält manchmal nicht Betroffene dann für ADHS-Kinder sozusagen, weil die ein bisschen hyperaktiv sind oder so. Okay. Ja, also da gibt es sicher eine Rate an Fehldiagnosen. Das weiß man natürlich nicht, ob tatsächlich die ADHS-Kinder auch richtig diagnostiziert werden. Man kann nur diese beiden Prävalenzraten vergleichen. Das heißt aber nicht, dass die Diagnosen richtig positiv sind, sondern die könnten auch falsch positiv sein. Ja. Und bei Erwachsenen ist es aber so, dass nur ungefähr 0,4% der Erwachsenen eine ADHS-Diagnose haben. Und das wäre ja 5-mal weniger als die epidemiologische Prävalenz. Das bedeutet, dass eine Vielzahl von Erwachsenen eben halt ein ADHS haben, was nicht diagnostiziert wird. Okay, ja. Das für viele ja wahrscheinlich dramatisch wäre, weil sie ja dann auch durch die doch möglicherweise gute Behandlung, die sie vielleicht kriegen könnten, ja, durchrutschen, das gar nicht wissen und gar nicht jemals erfahren in ihrem Leben. Ja. Jetzt interessiert mich aber wirklich, wie Sie denn die Diagnostik dann machen. Also, weil es ist ja offensichtlich nicht so ganz astrein mit der ICD-10 vielleicht oder 11. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, wie Sie das denn dann jetzt durchchecken, dass jemand tatsächlich betroffen ist oder auch nicht. Ja, ich glaube, das ist durchaus mal ein wichtiges Thema, weil die Klassifikationssysteme natürlich die Basis dafür sind, dass strukturierte ADHS-Interviews aufgebaut worden sind. Und ICD-10 hat andere diagnostische Voraussetzungen als zum Beispiel ICD-11 oder auch die amerikanischen Klassifikationssysteme, die DSMs. Vielleicht kann man kurz mal die wesentlichen Unterschiede beleuchten. ICD-10 hat gesagt, der Beginn der Erkrankung muss vor dem 6. Lebensjahr sein. Und das hat auch das DSM-4, also das amerikanische Pendant, gesagt, vor dem 7. Lebensjahr. Und die neuen Klassifikationssysteme haben den Beginn jetzt vor dem 12. Lebensjahr gesetzt. Das heißt, dass ich jetzt nicht mehr notwendigerweise nachweisen muss, dass ein Kind noch vor dem Grundschulalter ADHS-Symptome hatte, sondern erst vor dem 12. Lebensjahr. Das ändert natürlich die Diagnostik. Und was auch wichtig ist, ist, dass ICD-10 und ICD-11 nicht wie die amerikanischen Klassifikationssysteme sagen, wie viel von den Symptomen erfüllt sein müssen. Na, das DSM-4 und DSM-5 sehr, sehr klar, die sagen, ich muss im unaufmerksamen Bereich, habe ich 9 Symptome, die ich abfrage und von denen müssen mindestens 5 oder 6 erfüllt sein. Während beim ICD-10, ICD-11 wird das nicht getan, sodass das letztendlich einfacher ist oder nachvollziehbarer ist, wenn ich nach DSM-Kriterien diagnostiziere, weil ich da sozusagen ein klares Vorgehen habe. Okay, also das heißt nur noch mal kurz, damit ich das jetzt vielleicht für alle, die jetzt mit diesen ganzen Begriffen so ein bisschen überfordert sind, die deutschen Klassifikationssysteme geben keine Anzahl, so dass ich eigentlich nur sagen kann, er ist hyperaktiv oder nicht sozusagen, aber ich kann nicht sagen, scoret er da derjenige oder diejenige in vielen Punkten und wie oft. Und das machen wir aber bei DSM 4 oder 5, also im USA-Bereich besser. Ja. Heißt jetzt für unsere Profis als Tipp, würde ich jetzt raushören, wenn ich jetzt Diagnostik mache, nehme ich mir lieber die DSM 4 oder 5 Varianten und schaue mir das danach an. Genau. Und natürlich eigentlich heutzutage ist DSM 5, weil das hat nochmal die Anzahl der Kriterien und gerade die retrospektive Diagnose. Also wenn ich jetzt einen Patienten vor mir habe, der keine ADHS-Diagnose im Kindesalter hatte, muss ich ja letztendlich erstmal nachweisen, dass er im Kindesalter schon ADHS-Symptome hatte, die aber ihm damals nicht diagnostiziert worden sind. Na, das ist ja schon mal die erste Schwierigkeit. Und jetzt fangen wir schon an, über Diagnostik zu reden. Das heißt also,
ich sehe jetzt zum ersten Mal einen Menschen und da besteht ein ADHS-Verdacht, dann ist der erste Schritt, dass ich überhaupt erstmal nachsehe, wann hat die Symptomatik angefangen und wie ausgeprägt war die. Mhm. Und das kann mir natürlich der Patient teilweise berichten aus seiner Selbsterfahrung. Dafür gibt es Fragebögen, zum Beispiel im BOS-K, das ist der Standardfragebogen für das Kindesalter, für die Selbstbeurteilung. Und dann wäre es natürlich gut, ich hätte noch ein Fremdrating von den Eltern, ne, die ja das Kind damals gesehen haben. Und dafür gibt es auch Fragebögen, zum Beispiel Elternbeurteilungsfragebogen, wo die Eltern nochmal rückblickend das Kind in einem frühen Alter bewerten, ob es ADHS-Symptome hatte. Und dann schaut man sich natürlich sehr gerne Zeugnisse an, in der Hoffnung, dass im Grundschulalter da schon Hinweise für drinstehen, dass jemand unaufmerksam oder hyperaktiv oder impulsiv war oder bei alles. Genau, und dann würde man sagen, sehr wahrscheinlich lag damals ein ADHS schon vor, was übersehen wurde diagnostisch. Und es hat vor dem 12. Lebensjahr begonnen. Dann wäre dieser wichtige Teil der Diagnostik erfüllt. Und dann würde man in einem strukturierten Interview nochmals überprüfen, ob ein Erwachsenen-ADHS vorliegt, also ob die Symptome persistieren. Mhm. Können Sie nochmal kurz sagen, wie das strukturierte Interview heißt? Also gibt es da einen Vordruck? Wir werden es eh in die Shownotes stellen, ja, für alle, die jetzt denken, sie müssen alles mitschreiben. Also auch den Wurst und was wir da eben besprochen hatten, aber vielleicht nochmal nur, damit wir einmal gehört haben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich würde jetzt nur auf zwei mich fokussieren. Es gibt einmal das DIVA 5. Das ist ein strukturiertes Interview. Das bedeutet, da werden die Kriterien des DSM-5 abgefragt. Und das Schöne ist, mit Beispielen, also jemand, der nicht so viel von ADHS versteht, hat unten immer Beispiele für ein einzelnes Kriterium. Zum Beispiel, er ist schnell ablenkbar von äußeren Reizen und dann steht unten drunten nochmal Beispiele, wodurch man das fragen könnte oder wodurch das besser nachvollziehbar ist. Naja, das wäre schön praxisnah. Mhm. Und das wird im DIVA 5 sowohl für die Kindheit wie auch fürs Erwachsenenalter gemacht. Also diese Fragen werden immer abgearbeitet für Kindesalter und Erwachsenenalter, sodass man sozusagen da eine sehr vollständige Diagnostik macht. Dauert natürlich ein bisschen. Und im deutschen Sprachraum wird häufig das Wenda-Reimherr-Interview gemacht. Das kennen viele als Hase. Das sind die Homburger ADHS-Skalen für Erwachsene. Mhm. Und dieses Hase ist nicht nur dieses strukturierte Interview, sondern das hat auch noch Selbstbeurteilungsfragebögen und Fremdbeurteilungsfragebögen mit inkludiert. Das heißt, dass das gesamte Paket, was ich auch vorschlagen würde, dass Patienten Selbstbeurteilungsfragebögen bekommen, dass Fremdbeurteilungsfragebögen gegeben werden für Partner oder Eltern im Erwachsenenalter. Und das gibt es auch für Experten, dass die ein Fremdrating machen können. Und es ist wirklich die Kombination aus Interview, Selbst- und Fremdbeurteilungsfragebögen, die dann letztendlich zu der Diagnose führt. Also es ist durchaus aufwendig und herausfordernder als andere psychische Diagnose, finde ich. Hört sich sehr zeitaufwendig auch an, ja. Mhm. Ja. Ja, also das hört sich sehr interessant an jetzt in der Diagnostik. Meine Frage wäre nur, wie kann ich das denn jetzt auch unterscheiden, differenzialdiagnostisch? Also manche Symptome könnten auch in einer Persönlichkeitsstörung auftauchen. Und wie grenze ich das ab? Ja, also Persönlichkeitsstörung ist wirklich kompliziert insofern, als dass ADHSler ja häufig sagen, ja, die Symptome gehören zu mir oder ich hatte gedacht, dass die Symptome zu mir gehören, bevor ich jetzt erfahren habe, dass das auch eine Erkrankung sein könnte, weil analog zur Persönlichkeitsstörung ja die Erkrankung so früh auftritt, dass es kein davor gibt in Erinnerung. Mhm. Ich war halt schon immer so. Und das würde ja, dieses Ich-Symptom ist bei Persönlichkeitsstörung auch so, also keine Distanz zur Erkrankung. Das macht es schon mal schwierig und es macht es auch schwierig bei Persönlichkeitsstörungen, dass es ein chronischer Verlauf ist. Und das ist bei ADHS ja auch so. Ne? Also es sind beides chronische Erkrankungen, die jeden Tag mehr oder weniger stabil in ihrer Symptomatik sind. Und dadurch verliert man das, was nett ist bei Achse-1-Störungen, Depression episodisch, Manie episodisch, Angststörungen häufig, zumindest irgendwann beginnen, später, wo man sagen kann, da gab es ein davor. Also Achse-1-Störungen sind dankbarer, weil man die besser differenzieren kann vom ADHS. Das ist schwierig bei Persönlichkeitsstörungen. Wobei
Ich denke, die Kombination aus Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit, die ist schon was Spezielles bei ADHS. Also man kann sich darüber freuen, wenn ein Patient nicht nur unaufmerksam ist oder primär impulsiv ist, weil da die Überschneidungen zur Persönlichkeit, glaube ich, größer sind, ne? Aber wenn ein Patient so eine klassische innere Unruhe, Getriebenheit hat, zappelig ist, nicht gerne sitzt, gerne in Bewegung ist oder sich bewegen muss, wie so Bewegungsdrang, und dann gleichzeitig eine hohe Ablenkbarkeit und schlechte Organisation ist, fällt mir nicht ein, welche Persönlichkeitsstörung das gut abbilden sollte. Ich denke, der überhaupt Überschneidungspunkt bei Persönlichkeitsstörung ist der impulsive Bereich. Das ist ganz schwierig. Also, weil da die ganzen Cluster B-Persönlichkeitsstörungen, also histrionisch, borderline, narzisstisch auch, dissozial, da ist häufig eine impulsive Komponente da und die hat natürlich wahnsinnig große Überlappungen zum ADHS. Ich finde, dass ADHSler einen großen Unterschied haben. Die können, finde ich, besser als persönlichkeitsgestörte Patienten zurücktreten und sagen, meine Impulsivität ist mein Problem. Ich verletze andere Menschen dadurch. Ne? Ich habe impulsiv gehandelt. Ich schäme mich, bereue mich dafür, was passiert ist. Ich glaube, Persönlichkeitsstörungen, gerade in dem Bereich, den ich vorher genannt habe, die externalisieren leichter. Ne? Da sind eher die anderen schuld. Da sind die anderen schuld, ja. Gibt es denn noch andere Differentialdiagnosen, wo Sie sagen würden, naja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht sich vergaloppiert in der Diagnostik, wo Sie sagen würden, das ist so auffällig, dass man das falsch diagnostiziert? Ich finde, jede Achse 1-Störung, die gerade im Vordergrund steht, müssen wir vielleicht kurz erklären für die jetzt nicht wissen, was eine Achse 1-Störung nochmal ist. Am Anfang, wenn wir es jetzt nochmal aufgreifen, also Achse 1, das sind ja die vorübergehenden episodischen Störungsbilder. So haben Sie das ja so ganz schön erklärt, die Depression, Angst oder so. Ne? Genau, man kann eigentlich auch sagen, alles außer Persönlichkeitsstörung fällt im Achse 1-Bereich. Also alle psychischen Erkrankungen, die nicht Persönlichkeitsstörungen sind, fallen darunter. Und ich muss sagen, es gibt kaum eine Erkrankung, wenn die akut im Vordergrund steht, die nicht viele ADHS-Symptome aufweist. Also ein Depressiver wird auch sagen, er ist unkonzentriert, ablenkbar, hört nicht zu, hat. Und das kommt natürlich bei einer Depression aus diesen Grübelprozessen oder die erhöhte Selbstaufmerksamkeit, die haben. Aber wenn man einen schwer Depressiven auf Unaufmerksamkeit und Desorganisation abprüft, würde der in ganz vielen Bereichen genauso positiv sein, ne? Und deswegen kann man, finde ich, auch ADHS-Diagnostik nicht machen, wenn eine andere Erkrankung im Vordergrund steht. Also ich würde immer empfehlen, abzuwarten, bis eine Depression remittiert ist, um dann die ADHS-Diagnostik zu machen. Auch Trauma, ne? Viele traumatisierte Patienten sagen, ja, ich bin ganz schnell ablenkbar. Wenn man genauer nachfragt, ist dann die Ablenkbarkeit häufig situativ gebunden, na, irgendwas, was mich an das Traum erinnert, lässt mich ablenkbar sein oder lässt mich unruhig werden oder unkonzentriert. Aber da sind große Überschneidungen auch bei Angststörungen, Unaufmerksamkeit, ne, Unruhe. Da muss man gut gucken. Und ich denke, bei jeder anderen psychischen Störung, die gerade sehr akut im Vordergrund steht, da sollte man darauf verzichten, eine ADHS-Diagnostik zu machen, sondern man sollte einfach abwarten, bis die Störung gebessert ist, um die Diagnostik durchzuführen. Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern? Also wenn wir schon da bei der Diagnostik sind, muss man auf irgendwas achten, wenn man die Frauen und die Männer exploriert? Also es ist ja schon mal einmal spannend und ich kann das nicht gut erklären, dass im Kindesalter ja 2 bis 4 Mal häufiger die Diagnose bei Jungs gestellt wird als bei Mädchen. Und im Erwachsenenalter die Geschlechterverteilung gleich ist. Das ist schon mal ein Unterschied. Und es ist so, wobei ich kein Kinder- und Jugendpsychiater bin, ist, dass die Jungs offensichtlich hyperaktiver sind als die Mädchen und dass insgesamt sowohl bei Kindern und bei Frauen, also bei Mädchen und Frauen, der unaufmerksame Subtyp, also das ADS in Deutschland, deutlich häufiger diagnostiziert wird als bei Jungen und Männern. Okay. Also ADS, nochmal zur Definition, das wäre dann eher das Defizit, ne, und das andere ist das Hyperaktive. Also die Jungs sind eher hyperaktiv und die Mädchen sind, was heißt das? Was machen die denn dann, was so auffällt? Genau, da fällt ja das H dann raus, dann wäre das das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, wo dann der hyperaktive, impulsive Bereich wegfällt. Und tatsächlich
finde ich das diagnostisch auch im Erwachsenenalter anspruchsvoller, weil die eben nicht durch diese Hyperaktivität und Impulsivität auffallen, sondern primär eben halt durch ihre Ablenkbarkeit, durch ihre Verträumtheit, durch ihre schlechte Konzentration, ja, dass sie nicht zuhören, dass die auch in der Alltagsorganisation große Probleme haben, aber die sind halt nicht im Kontakt auffällig durch ihre Hyperaktivität und Impulsivität. Mhm. Und wie gesagt, wenn dann eine spannende, interessante Situation ist, und das ist ja häufig im ärztlichen Kontakt oder im therapeutischen Kontakt, dann können die sich ganz gut konzentrieren, sodass das häufig eher durch die Erzählung und durch das Interview auffällt, dass die im Alltag große Probleme haben, aber gar nicht direkt im Kontakt. Da muss das schon sehr schwer ausgeprägt sein, dass ich dauernd merke, dass der Patient nicht zuhört oder abgelenkt ist oder aus dem Fenster schaut oder verträumt ist. Das fällt da in so einem Zweiergespräch gar nicht groß auf. Interessant, okay. Ja, dann wollen wir mal über die Therapiemöglichkeiten vielleicht sprechen. Was kann man denn jetzt machen? Also angenommen, wir haben alle Diagnostik und endlich weiß ich Bescheid, ich habe jetzt ADHS. Was gibt's jetzt zu tun? Was würde ich mir wünschen von meinem Behandler oder von meiner Behandlerin? Das macht total Sinn zu unterscheiden zwischen Pharmakotherapie und nicht pharmakologischen Interventionen. Beim ADHS ist es so, dass gerade im Erwachsenenalter die medikamentöse Behandlung mindestens gleichwertig ist den psychotherapeutischen Interventionen. Und tatsächlich, die Leitlinien empfehlen eigentlich im Erwachsenenalter, dass die Pharmakotherapie die primäre Therapieoption ist. Ne? Auch bei Erwachsenen, die nur eine leichte oder moderate Ausprägung ihrer ADHS haben. Also das heißt, die Pharmakotherapie hat einen großen Stellenwert bei der ADHS-Behandlung. Das heißt aber nicht, dass man jetzt einen Patienten empfehlen sollte, ausschließlich Medikamente zu nehmen, sondern eigentlich ist die Empfehlung heutzutage, dass man eine Kombinationsbehandlung macht, auch wenn die Medikamente sehr effektiv sind. Da sind sicher sozusagen die zentralen Therapiebausteine die Psychoedukation. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht vergessen, dass das für die ADHSler wirklich ein Riesenproblem ist, gerade wenn das erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wird, müssen die retrospektiv oder auch aktuell ja auseinanderhalten, was ADHS-Symptome sind und was ihre Persönlichkeit ist. Und das ist ja schon beinahe philosophisch, ne? Also heißt Psychoedukation, sorry, wenn ich kurz so reingrätsche, nochmal für alle, die da sich in dem Fach nicht so gut aussetzen, dass man sozusagen erklärt, was ist ADHS, woher kommt ADHS, wie sieht das überhaupt aus? So, das ist also eine Art Ausbildung für den Patienten, damit er so ein bisschen lernt, was habe ich da eigentlich? Ne, so kann man es ausdrücken. Genau, absolut. Und Education ist der Teil, den Sie jetzt gesagt haben. Also so viel Wissen über ADHS zu akkumulieren, dass wie geht, damit ich sozusagen mein eigener Experte bin und mich selber gut kenne und mich mit der Erkrankung gut auskenne. Und das Psycho ist ja für psychotherapeutisch eher, sodass man im Rahmen dieser häufig gruppentherapiebasierten Programme auch Selbstmanagementfähigkeiten und Selbstregulationsfähigkeiten lernt. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit erhöhter Anspannung um? Wie kann ich mich besser organisieren? Das sind auch Bausteine dieser Psychoedukationsgruppen. Okay, also angenommen, ich versetze mich jetzt mal in die Patientenrolle. Ich habe das jetzt verstanden. Ich mache das auch alles. Wie lange muss ich das denn machen? Also weil wenn das jetzt so eine lebenslange Erkrankung schon ist, die ja schon fast gar keinen Anfang findet in meiner Erinnerung, wie lange muss ich denn dann diese Medikamente, die ja doch auch teilweise zumindest überprüft werden müssen, auch so, ne, soweit ich weiß, so, dass man ab und zu mal guckt, verträgt der Patient das noch, wie geht's ihm damit? Wie lange muss ich das nehmen? Und wie lange mache ich die therapeutischen Interventionen? Ja, Gott sei Dank ist das ja das Schöne im Erwachsenenalter, dass die ja gar nichts müssen, ne? Und ich denke, das ist auch schon mal. Wie lange darf ich denn teilnehmen an dem Programm? Nee, aber Frau Gabmann, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Viele Erwachsene, die ich kennengelernt habe, die im Kindesalter Medikamente genommen haben, haben auch darunter gelitten, dass das natürlich eine Entscheidung ihrer Eltern war irgendwie. Ja. Also, dass da so eine Art Passivität entstanden ist. Ich muss das einnehmen, weil meine Eltern das möchten, ne? Und das ist im Erwachsenenalter was ganz Schönes, dass die Patienten ja geschäftsfähig sind und sagen können, nee, mache ich nicht oder das will ich nicht oder ich will es nur so lange. Und das gibt eine Freiheit im Kopf, die auch sehr schön ist für die Patienten, dass sie entscheiden, wie lange und wie viel sie davon nehmen. Aber natürlich gibt es Empfehlungen. Die Empfehlung ist eigentlich
immer das bei den Stimulantien, wo man das auch sehr gut machen kann, weil Methylphenidat und Lisdexamfetamin, und das sind ja die beiden. Also Ritalin und Elvanse, ne? Das nur mal für die diese Namen dann kennen, ja. Genau, also Ritalin und Medikinet wären die Präparatnamen für Methylphenidat und Elvanse Adult ist Lisdexamfetamin. Das sind ja die zwei Stimulantien, die in Deutschland bei Erwachsenen mit ADHS zugelassen sind. Und die wirken sofort und hören auch sofort auf zu wirken, wenn man sie wieder absetzt. Und die Empfehlung ist eigentlich, dass man einmal pro Jahr einen Auslassversuch macht, kontrolliert, um festzustellen, persistiert die Symptomatik auch ohne Medikation. Das muss man natürlich nicht machen, wenn man bemerkt, dass wenn das Methylphenidat oder das Elvanse im Laufe des Tages nachlässt und das tut's, die Wirkung hält gar nicht so lange an. Wenn man natürlich im Laufe des Tages merkt, dass abends die ADHS-Symptomatik wieder da ist und tagsüber supprimiert ist, dann muss man keinen Auslassversuch machen. Aber ich finde das total schön für die Patienten, einmal im Jahr einfach zu sagen, ich schaue jetzt mal, wie es mir geht ohne die Medikation. Mhm. Und dann entsteht wieder entweder die Behandlungsmotivation, Medikamente weiterzunehmen oder die Erkenntnis, ich brauche sie nicht mehr, was ja auch schön ist. Ja, okay, jetzt frage ich nochmal aus der Behandlersituation heraus, wann würde ich denn mit Medikinet beginnen? Oder gibt es die Leitlinien, die sagen, Medikinet muss als erstes? Oder soll ich erstes Elvanse starten? Oder was ist jetzt, oder Ritalin, Medikinet, Schrägstrich, Elvanse? Was wäre jetzt, nach was gehe ich denn da? Die Empfehlung ist schon, und die ist letztendlich basiert auf der Effektivität der Medikamente, dass man mit Methylphenidat oder mit Elvanse, also Lisdexamfetamin, anfängt, weil einfach die Effektivität höher ist als für das dritte zugelassene Medikament, das ist das Atomoxetin. Das sind ja die drei einzigen Medikamente, die im Erwachsenenalter zugelassen sind. Und die Empfehlung ist schon, mit den beiden Stimulantien anzufangen, wie gesagt, weil sie effektiver sind. Aber es gibt sicher Subgruppen, wo man andere Empfehlungen aussprechen würde. Zum Beispiel ist eine Leitlinienempfehlung, darüber kann man streiten, aber die ist so gegeben, dass man zum Beispiel bei Patienten mit komorbiden Suchterkrankungen eher mit Atomoxetin anfängt, weil die Stimulantien eben Missbrauchspotenzial haben. Ja. Oder man sagt, Atomoxetin ist auch manchmal vorteilhaft bei Angsterkrankungen. Deswegen ist das auch eine Empfehlung, dass man bei Patienten mit komorbiden Angsterkrankungen vielleicht eher das Atomoxetin nimmt. Manche Patienten wollen auch keine Stimulantien einnehmen, weil das Betäubungsmittel sind. Ja, und da eine Stigmatisierung auch da ist. Teilweise bei Ärzten, die das nicht verschreiben wollen. Also zumindest beim Ritalin. Ne? Das Elvanse ist, glaube ich, normales Rezept. Nee, ist auch BTM. Ah, okay. Ja. Ah, ich dachte, das wäre auch noch, okay. Naja, klar, das ist natürlich auch schwieriger, das dann zu bekommen, ne? Weil nicht jeder BTM-pflichtige Betäubungsmittelrezepte ausstellt und so. Ja, stimmt. Dann sind wir doch beim Stichwort Sucht gerade nochmal gelandet. Das ist ja der Beginn unseres Gesprächs gewesen. Vielleicht können wir dazu ja nochmal was sagen. Wie kommt es? Also, es erklärt sich ein bisschen aus der Logik, aber trotzdem würde ich das gerne nochmal fachlich hören. Wie kommt es, dass 20% der ADHS-Patienten Suchtpatienten sind? Das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, das liegt daran, dass beim ADHS, also ich finde das Traurige eigentlich für die Kinder mit ADHS ist, dass sie nicht nur die Symptome dieser Erkrankung ja haben und darunter leiden, also dass sie hyperaktiv sind, unaufmerksam, impulsiv, sondern dass in dem frühen Alter das wie so ein Second Hit ist, dass sie ja die ganze Zeit eigentlich in allen sozialen Interaktionen kritisiert und zurückgewiesen werden. Ne? Die Eltern sind sauer, weil das Kind vom Tisch aufsteht und die Sachen umwirft. Die Lehrer sagen, ah, jetzt hast du schon wieder eine schlechte Note geschrieben. Durch die Impulsivität ecken sie mit ihren Mitschülern an. Im Sportverein sind sie vielleicht irgendwie zu laut, zu schnell, zu impulsiv. Und das heißt, beinahe in allen Lebensbereichen werden die kritisiert für ihr Verhalten, ne? und für ihre Leistung. Und diese ganzen Du-Botschaften, du bist zu laut, du störst, du bist faul, du bist dumm, das wären irgendwann Ich-Botschaften. Und aus Ich-Botschaften wären irgendwann negative Grundannahmen, also Überzeugungen, die die von sich haben. Und wenn ich natürlich denke, ich bin anders, ich bin dumm, ich bin laut, ich kann nichts, ich bin nicht liebenswert, ist das natürlich wie so eine Keimzelle für andere psychische Erkrankungen. Und bei Sucht gibt es viele Hypothesen, warum die Patienten viel früher
und viel schneller zu Konsum greifen. Aber eines natürlich, wenn man impulsiv ist, dann ist man bereiter, Risiken einzugehen und dann nimmt man halt irgendwas, probiert mal Kokain aus oder Amphetamine, wo andere vielleicht Angst haben oder respektvoll sind. Als Impulsiver riskiere ich es einfach. Das ist eine Idee, weswegen man mit Sucht anfängt. Die zweite ist einfach, weil man halt so viele negative Grundannahmen hat und auch teilweise sozial nicht gut integriert ist, macht man das aus Frust, also um die positive Verstärkung von Drogen zu empfinden, vermehrte Selbstsicherheit, Entspannung, all sowas. Dann gibt's genetische Variablen, die für Sucht und ADHS sprechen. Ich glaube, das macht das attraktiv für ADHS-Kinder und Jugendliche, früher zu Drogen zu greifen, als Kompensationsstrategie, ne? Also als dysfunktionales Verhalten letztendlich. Und ist nicht auch vielleicht das Kokain, weil es ja eine doch ähnliche Wirkung hat wie das Methylphenidat, auch schon deswegen attraktiv, weil man plötzlich sich besser fühlt damit, also anders als andere, die das konsumieren? Ja, total. Also bei Kokain beschreiben manche ADHSler tatsächlich auch eine Reduktion ihrer ADHS-Symptomatik. Genau. Und bei Amphetaminen erst recht, ne? Also das ist häufig dann eine Selbstmedikation, das ist ein guter Punkt, dass Sie das nochmal gesagt haben. Also Selbstmedikation ist natürlich ein großer Punkt, ne? Gerade bei Stimulantien. Ja. Wenn ich die einnehme, akzidentell, und auf einmal merke, dass meine ADHS-Symptomatik besser wird, dann will ich das natürlich gerne weiter einnehmen. Also sehr interessant mit der Sucht, aber es gibt ja wahrscheinlich, wenn man so viel Leid durchleben musste in seiner ganzen Biografie, vielleicht auch noch andere Komorbiditäten, die da auftreten könnten. Ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass man da andere Phasen, episodische Phasen hat noch, die einen belasten. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen. Es ist spannend, dass ich total erstaunt war, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dass ADHS-Patienten mit 30% Komorbidität sozial phobisch sind. Ne? Mich hat das initial perplex gemacht, weil man hier häufig als so sozial überaktiv erlebt. Ne? Durch ihre Impulsivität und durch ihre Hyperaktivität sind die häufig laut und die reden viel. Und man unterstellt ihnen automatisch, dass das sozusagen die Konsequenz eines großen Selbstbewusstseins ist. Aber es ist halt die Konsequenz ihrer Erkrankung. Und dahinter sind ganz viele Lebenserfahrungen von sozialer Rückweisung, also Zurückweisung und Bewertung. Ne? Und ganz viele ADHS-Betroffene sagen, dass sie grundmisstrauisch in sozialen Kontakten sind, weil sie immer in der Angst leben, dass sie zurückgewiesen oder negativ bewertet werden für ihr Verhalten. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann im Extremfall, denke ich, massive Bewertungsängste, die dann bis zu einer sozialen Phobie führen können. Das ist eine ganz häufige Komorbidität. Andere Komorbiditäten sind affektive Störungen, wobei da eben halt die unipolare Depression, also rezidivierende depressive Episoden, Angststörungen sind gehäuft, abgesehen von einer sozialen Phobie und natürlich die Persönlichkeitsstörungen. Also und jetzt wird es dann wieder schwierig mit der Diagnose, weil das ADHS fängt eben halt früh in der Kindheit an und wahrscheinlich daraus entwickeln sich dann halt irgendwann bei manchen Patienten Persönlichkeitsstörungen. Dass das eine tiefergreifende Wunde hinterlässt sozusagen in der Psyche, die dann auch noch dann auffällt. Ja. Okay. Ja, sehr interessant. Also ich glaube, unser Podcast wird nicht alles, was wir jemals zu diesem Thema sagen könnten, abholen. Es soll ja auch nur das Interesse wecken, nochmal genauer hinzuschauen, genauer nachzufragen und wir haben versucht, so ein bisschen Blitzlichter zu setzen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt Sie bitten, mir nochmal einen Buchtipp zu nennen. Buchtipp. Für Fachpersonal, finde ich, ist das Buch ADHS bei Erwachsenen, ein Leben in Extremen, von Ohlmeier und Roy sehr gut. Das ist ein schöner Überblick, zahlreiche Aspekte, sehr gut lesbar, sehr informativ. Genau, das kann ich nur empfehlen für Therapeuten, Ärzte, die sich zu dem Thema weiterbilden wollen. Sehr interessant für alle, die jetzt ganz genau nachlesen wollen in den neuesten Studien oder die sich für Reviews interessieren. Haben wir da vielleicht noch einen Tipp? Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Ja, ich finde, gerade wenn's um Medikation geht, gibt's einen englischsprachigen Artikel von Samuel Cortese. Ich hoffe, der spricht man so aus, ist ja irgendwie italienisch. Der heißt Pharmacologic Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder und der ist im New England Journal of Medicine 2020 erschienen
Und ich finde, der ist sehr umfassend und toll aufgebaut, sodass man eigentlich alles Wissenswerte über Psychopharmaka bei ADHS bei Erwachsenen daraus lesen kann. Das kann ich sehr empfehlen. Und wer sich für Psychotherapie interessiert, das gibt von der Arbeitsgruppe von Frau Philipsen, die ganz viel Erwachsenen-ADHS in Deutschland macht, gibt es einen sehr spannenden Artikel, der Mindfulness-Training gegen Psychoedukation bei Erwachsenen-ADHS in einer randomisierten, kontrollierten Studie vergleicht. Und die Ergebnisse sind total spannend, weil sie letztendlich zeigen, dass beide Therapieformen effektiv sind, aber dass es keine signifikanten Unterschiede gibt. Also in dem Therapieergebnis, und es ist eine sehr schöne Studie, und gerade jemand, der psychotherapeutisches Interesse hat an ADHS, das ist empfehlenswert. Okay, vielen Dank. Und jetzt würde ich nochmal auf eine persönliche Frage abheben. Was ist denn Interessantes über den Herrn Professor Weber zu erzählen? Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die sich für die Person interessieren, die mit der wir hier sprechen durften. Persönliche Frage. Ja, ich habe natürlich lange überlegt und mir ist nichts Spannendes eingefallen, aber dann tatsächlich ist mir tatsächlich aufgefallen, ja, dass ich nicht mehr up to date bin bezüglich meiner Ernährung. Das gebe ich ungern zu, aber es ist ja der Trend, dass sich mittlerweile jeder sehr gut mit Ernährung auskennt und jeder auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung achtet. Ich muss zugeben, dass ich da eher reduktionistisch unterwegs bin und mich eigentlich primär von Soßen zu Mahlzeiten ernähre, die ich da drauf häufe und die meistens scharf sind und danach zu viel Kinderschokolade esse. Das ist also meine Ernährungsform, die sich sehr erfolgreich für mich zumindest gestaltet hat. Das nehmen wir jetzt nicht als Ernährungstipp, aber es ist sehr lustig, sich von Soßen und Kinderschokolade zu ernähren. Scheinen sehr gut zu vertragen. Sie sehen ja relativ gesund aus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, ich versuche es durch Sport auszugleichen. Sehr schön. Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass wir so ein tolles Interview führen durften. Und ich hoffe, dass Sie jetzt ein bisschen Kinderschokolade bekommen. Dankeschön. Gern geschehen.